Jetzt haben wir noch ein paar Worte zu sagen zu einer Unterschriftenaktion, die wir gestartet haben. Annette, bist du da? Annette und Sie, Herr Mack, haben, das ist euch ja den meisten von euch bekannt, eine Unterschriftenaktion gestartet und Annette wird ein paar Worte dazu sagen. Hallo. Also, wir haben einen Brief von den Mitarbeitern der Uni Tübingen quasi fast übernehmen können, der sich an die ärztliche Leitung, die Pflegedienstleitung, den Personalrat der Uniklinik Heidelberg richtet, der sich gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausspricht und der darauf abzielt, mehr miteinander zu sprechen und sich in irgendeiner Form einig zu werden. Ungeimpfte, geimpfte Mitarbeiter und die Leitung. Wir haben über 300 Unterschriften sammeln können und werden die, ich denke, jetzt am kommenden Montag mit Einschreiben und Rückschreiben einsenden an jeden einzelnen ärztlichen Direktor, Pflegedirektion und Personalleitung und Personalvertretung, Entschuldigung. An alle, die mitgemacht haben, großes Dankeschön. Wir werden, denke ich, das bei uns im Kanal dann auch veröffentlichen und mal schauen, wie die Rückmeldung aussieht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. So, bevor wir jetzt losgehen, wird Annika noch ein paar Worte an euch richten. Annika? Klinikpersonal steht auf. Wir sind Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Physiotherapeuten, Therapeutinnen, Psychologinnen, Psychologen, Betreuer, Betreuerinnen, Verwaltungsangestellte, medizintechnische Assistentinnen und Tinnen und Heilpraktiker. Hinter unserer Initiative stehen tausende Mitarbeiter des Gesundheitswesens aus Baden-Württemberg, die ab dem 16.03.2022 von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Wir sind die rote Linie. Mitarbeitenden des Gesundheitswesens, die ihre Berufe mit Herzblut ausgeübt und seit Jahren die Lücken unseres Gesundheitssystems ausgeglichen haben. Wer schließt denn diese Lücken, wenn wir nicht mehr arbeiten dürfen? Wir sind Menschen, die das Gesundheitswesen durch persönliches Engagement erhalten haben. Wir haben unter teilweise schwersten Bedingungen in den Dienst der Menschen und der Gesellschaft gestellt. Die Corona-Pandemie hat eine sowieso häufig schon belastende Situation für viele im medizinischen Bereich Tätigen noch weiter verschärft. Dass wir heute an diesem Punkt einer möglichen Endemie angekommen sind, haben wir auch uns und dem Einsatz all unseren Kolleginnen und Kollegen zu verdanken. Unser Vergehen. Was ist unser Vergehen? Die Verweigerung einer Impfung, welche einen Selbstschutz bietet, ein Impfstoff, der auf die Wuhan-Variante ausgerichtet ist und gegen die aktuell vorherrschende Variante nur noch geringen Schutz bietet, das macht uns zu Mitarbeitern, die aussortiert werden müssen. Am 21. Februar 2022 haben wir einen Brief an Ministerpräsident Kretschmann überreicht, der von ca. 6.000 Mitarbeitern im Gesundheitswesen von Baden-Württemberg unterschrieben worden ist. Bis jetzt hat sich der Ministerpräsident Kretschmann noch nicht persönlich dazu geäußert.
Er ließ uns lediglich ausrichten, dass er unser Anliegen an das Sozialministerium weiterreichen wird, da dort die sogenannten Fachleute sitzen würden. Dafür hat uns Petra Krebs, Abgeordnete der Grünen im Stuttgarter Landtag, in einem freundlichen Brief wissen lassen, dass sie voll und ganz hinter der Impfpflicht steht. Ja, sogar für eine allgemeine Impfpflicht plädiert. Dabei beruft sie sich auf dieselben klar unwiederbelegbaren Daten, wie sie auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach immer wieder bemüht. Dieselbe unreflektierte Antwort kam auch von Andreas Storch von der SPD. Unsere Forderungen. Erstens, die sofortige und dauerhafte Aussetzung der einrichtungsbezogenen und allgemeinen Impfpflicht und eine freie Impfentscheidung ohne jegliche Art von Diskriminierung. Der Spaltung in der Gesellschaft, vor allem im Gesundheitswesen, entgegenzutreten. Drittens, eine transparente Datenlage zu den Corona-Zahlen, Wirkungen und Nebenwirkungen der Impfungen sowie der Kontraindikationen. Von Antikörpern und der T-Zell-Immunität als Nachweis für eine Genesung und die Abschaffung des 3 Monate befristeten Genesenenstatus. Fünftens, wir fordern eine Genesenequote. Für die Stabilisierung und Optimierung unseres Gesundheitswesens. Siebtens, wir wollen wieder qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Wir möchten weiterhin zu einem guten und stabilen Gesundheitssystem beitragen, weil wir mit Herz heilen und pflegen und systemrelevant für die Menschen sind, die uns brauchen. Jetzt habe ich noch eine Ankündigung für den Montag, den 7.3. Da ist in Tübingen auch von Klinik steht auf, um 17.30 Uhr ein Demozug, der mit dem Fernsehteam begleitet wird. Wir brauchen euch alle in Tübingen, dass die Mädchen sehen, die Welt sieht, wer wir sind, dass wir alle da sind. Deswegen packt eure Freunde ein, macht freie Bekannte und kommt mit nach Tübingen. 17.30 Uhr am Montag. Und am 12.3. ist noch Demo in Crailsheim. Auch unter dem Motto, Klinik steht auf. Wir lassen uns nicht spalten, weil wir zusammenhalten. Ja, vielen Dank, Annika. Bevor wir jetzt losgehen, wird Richard noch ein paar Worte an euch richten. Und dann können wir auch schon loslaufen. Ja, hallo, ich bin der Richard aus Esslingen. Also diese Rede ist jetzt absolut unvorbereitet. Normalerweise soll jetzt hier der Werner Möller stehen. Der ist nämlich hier der Initiator von Pflege für Aufklärung. Ich möchte mich an seiner Stelle ganz herzlich bedanken für die Einladung, dass Pflege für Aufklärung hier mit teilnehmen darf. Und ja, mir ist einfach ganz wichtig, hier Gesicht zu zeigen, dass Pflege mit dieser kommenden Impfzwang nicht einverstanden ist. Und eigentlich sind ja die Leute, die jetzt hier sind, denke ich, die wissen alle, um was es geht. Was eigentlich unser Ziel sein muss, ist die Leute, die vom Impfen so begeistert sind, schon geimpft sind,
denen mal klar zu machen, was passiert, wenn selbst die wenigen noch Ungeimpften aus dem medizinischen Bereich plötzlich fehlen, dann könnte es sein, dass sie statt 4 Stunden in der Ambulanz, 8 Stunden in der Ambulanz warten dürfen. Und ich habe auch schon einmal einen Kommentar und einen in YouTube geschrieben. Da hat einer zuvor geschrieben gehabt, ach, ihr ungeimpftes Pflegepersonal, ihr könnt mir gestohlen bleiben. Dann habe ich ihm geantwortet, ach, weißt du, wenn du mal mehrere Stunden in deinen Exkrementen liegst, dann ist dir es wahrscheinlich egal, ob dich da ein geimpfter oder ein ungeimpfter Pfleger da wieder sauber macht. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir noch weiter durchhalten. Der Gegenwind ist groß, vor allem weil es jetzt auch von anderen Themen stark überschattet wird. Und ich wünsche mir für meine ganzen ungeimpften Kollegen, dass sie einfach dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen. Ja, und ich wünsche mir wirklich besonders für meine geimpften Kollegen, dass denen auch klar wird, wenn wir weg sind, dann müssen die auch meine Arbeit übernehmen. Danke. Ja, vielen Dank, Richard. Vielen Dank an euch und Pflege für Aufklärung, dass ihr uns heute hier unterstützt. Wir sind natürlich ganz froh, dass ihr da seid. Wir gehen jetzt alle zusammen in die Heidelberger Altstadt, so wie letzte Woche und die Wochen davor. Wir laufen jetzt gleich hier nach, von euch aus gesehen nach hinten und gehen dann auf die Straße, die jetzt gleich gesperrt werden wird. Die Banner laufen vor, sodass ihr dann einfach seht, in welche Richtung es geht. Wir gehen dann hier die Uferstraße lang, am Ende über diese Brücke und dann direkt in die Altstadt, wo wir am Universitätsplatz unsere Abschlusskundgebung haben werden. Ich wünsche uns allen einen sehr schönen sonnigen Spaziergang.